Hallo, liebe Freunde und Interessierte an der Arbeit des Nelles-Instituts. Mein Name ist Kerstin Schwald und ich habe heute die große Freude, mit Wilfried Nelles über sein neues Buch Männer, Frauen und die Liebe zu sprechen. Hallo Wilfried, schönen Nachmittag. Hallo Kerstin. Ich freue mich, dass wir hier sind. Gut. Ja, du hast ein sehr produktives Jahr dieses Jahr. Ja. Es ist bereits das zweite Buch, das du vorlegst dieses Jahr, Männer, Frauen und die Liebe. Und es ist die insgesamt dritte, völlig neu bearbeitete, überarbeitete Auflage eines Evergreens, wenn man so sagen kann. Die erste Auflage ist jetzt 20 Jahre her. Ja. Die hatte noch den Titel In guten und in schlechten Zeiten. Wie in schlechten Zeiten. Ja. Und ich habe alle drei Auflagen, ich habe alle drei gelesen und habe dabei auch festgestellt, dass sich sehr viel verändert hat. An sich, in den Büchern, in der Zeit. Ja. Und wenn du das so Revue passieren lässt, wo kommt das Buch her? Wo steht's jetzt? Naja, wo kommt es her? Also erstmal war es nicht meine Idee, über dieses Thema ein Buch zu schreiben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich anderen Leuten Ratschläge über ihre Liebesgeschichten oder sowas oder Sexualität oder sowas geben sollte. Und ich hatte ein Interview damals in einer Zeitschrift, weil ich, da ging es um Hellingers, von Bert Hellinger, um den Titel oder um sein Thema Ordnung in der Liebe. Und da haben die ein Interview mit mir gemacht und haben dann einen ganz knalligen Titel über das Interview gesetzt, Ordnung und des Sex. Da habe ich gedacht, so, die spinnen, ja, sind Schwachsinn. Aber da wirst du halt am Ende nicht gefragt. Und dann rief mich jemand vom Goldmann Verlag an, der das gelesen hatte und der gesagt hat, Herr Nelles, ich hätte gern ein Buch von Ihnen darüber. Und dann habe ich zuerst gedacht, nee, weiß ich nicht. Und naja, gut, es war aber schmeichelhaft natürlich. Ich hatte damals gerade mein erstes Buch oder zwei Bücher, eins noch in Arbeit, über Familienaufstellungen geschrieben. Und habe gesagt, ich überleg's mir mal. Und dann kriegte ich von denen einen Vertragsentwurf geschickt mit dem Angebot, mit gleichzeitig 3.000 Euro Vorschuss. Habe ich unterschrieben. Mhm. Und dann habe ich die nächsten Monate nicht gewusst, was ich schreiben soll. Bis ich Anfang Dezember, war das, glaube ich, morgens aus dem Briefkasten den Buchprospekt des Goldmann Verlages holte. Und dann habe ich einen Schreck gekriegt. Und tatsächlich, es war mein Buch, war da drin abgebildet. Und ich hatte noch kein einziges Wort geschrieben. Dann bin ich nach dem Frühstück, habe ich gesagt, jetzt muss ich anfangen. Ja, und so ist das entstanden damals. Und ich wusste auch nicht, wie ich das Thema angehen sollte. Also ich wollte das nicht von oben herab so schreiben, als sogenannter Experte oder Ratgeber oder sowas. Ja, und dann ist mir plötzlich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, ist mir die Eingebung gekommen, wenn ich mir vorstelle, vor mir steht ein nackter Mann und eine nackte Frau. Was sagt mir der Körper der beiden über das, was eine Frau und was ein Mann ist und über das, was weiblich und was männlich ist? Das war meine Idee. Und damit habe ich angefangen. Ich habe das dann, ja, und das hat sich dann vertieft und ist weitergegangen. Und so, und das war dann die erste Fassung. Und als ich dann, das war glaube ich 2010 oder 11 oder so, das Buch ist, hat sich für einen Großverlag wie Goldmann nicht gut genug verkauft. Die haben das dann nicht mehr weiter aufgelegt. Und dann hat meine damalige Verlegerin hat gesagt, also ich würde das Buch gerne noch mal nehmen. Und dann habe ich die erste sozusagen Neufassung oder habe ich einiges dazugefügt, weil damals schon deutlich wurde, dass auf einmal, also damals wurde dann, fing es dann an, dass das fing das Gender-Thema so ein bisschen an, ja.
Und dann habe ich ein paar Bemerkungen mit dazu geschrieben. Ja, und als ich diese Auflage ist dann jetzt wieder ausgelaufen. Und der Verlag wollte es auch nicht neu machen. Dann haben wir es jetzt im eigenen Verlag gemacht. Und dann habe ich habe lange überlegt, ob ich dem Thema, was ist überhaupt ein Mann, was ist eine Frau, dieser ganzen Gender-Diskussion, auch dem Thema, es kommt ja noch dazu, ich habe dann auch noch ein Kapitel über Homosexualität und Heterosexualität geschrieben, also diesen ganzen modernen Zeitgeist-Themen, ob ich denen einen Raum geben soll oder nicht. Und schließlich habe ich mich dann doch entschlossen, damit einzusteigen, um das Ganze, weil das ist mir dann aufgefallen. Ich habe einem Freund diesen Titel gesagt, Männer, Frauen und die Liebe. Sagt er, boah, das ist aber ein Titel. Sagt er, das ist ja provokativ. Sag ich, ja, wieso? Ja, heute ist das provokativ. Na, wie gibst du dich auf dünnes Eis? Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich es auch in diesen Kontext nochmal stellen. Ja? Zumal mir natürlich auch, das kommt dazu, mir das Thema der Geschlechteridentität mehr und mehr in meiner Arbeit begegnet. Mhm. Ja, und zwar sowohl von Seiten der Eltern, die Kinder haben oder Jugendliche, heranwachsende Kinder, die für die Kinder was Gutes tun wollen, die eigentlich möchten, dass es den Kindern gut geht und die heute gesagt kriegen, ja, dann muss das, vielleicht ist dein Mädchen ein Junge. Ja, und oder ist sie im falschen Körper und deswegen hat die Pubertätsprobleme. Ja, und da habe ich dann gedacht, ich sollte doch das mit da reinnehmen. Ja, und dann ist, wenn, weißt du, das ist wie bei einem, wie bei einer Renovierung von einem Altbau, ja. Wenn das mag ein schöner Altbau, ein schönes Haus sein, und ich finde das Buch, mir gefällt es nach wie vor. Aber wenn du einmal anfängst zu renovieren, dann denkst du, ach, das können wir anders machen und so. Mhm. Und so ist dann in relativ kurzer Zeit ein doch über weite Strecken neues Buch entstanden. Ein fast ganz neues Buch, richtig, ja. Jetzt ist es natürlich auch spannend, wenn, ich sage das jetzt mal liebevoll, ein alter weißer Mann über Weiblichkeit schreibt, darüber schreibt, was ist eine Frau, worin besteht Weiblichkeit? Ja. Wie bist du zu den Schlüssen gekommen, die du in diesem Buch erstmal, dann... Erstmal, wer soll denn sonst darüber schreiben als ein alter Mann, sage ich mal jetzt. Das ist ja, ach, heutzutage schreibt doch jeder über alles, ja, ja, Biografien ja, ja. mit 20 Jahren. Aber ich bin jetzt gerade 75 geworden und mit 30 habe ich da überhaupt keine Ahnung gehabt. Mhm. Ja? Du stürzt dich mit 20 in Beziehungen hinein, du hast aber keine Ahnung. Du hast auch keine Ahnung, auch deine eigene Identität und auch mit Frauen oder so. Das ist diese Idiotie, wenn da 20-Jährige kommen oder meinetwegen noch 30-Jährige, die mir erzählen wollen, was Liebesbeziehungen sind über Sexualität was erzählen wollen oder über Geschlechteridentität, dann kann ich sagen, Leute, macht doch erst mal ein paar Erfahrungen, bevor ihr, ihr labert nur aus dem Kopf heraus, ja. Und das kann ich sagen, das, was ich da drin geschrieben habe, das habe ich erlebt. Also ja, das ist das was dir als Weiblichkeit begegnet ist? Was mir begegnet ist, nicht nur, sondern auch das, was ich eben gesagt habe, dass ich mir aus der Erscheinung, also das Weibliche, erscheint in der Frau. Das Weibliche erscheint nicht im Mann. Mhm. Ein Mann hat weibliche Anteile, ja, aber ich habe keine Brüste. Ja? Im Alter kriegen manche Leute welche, wenn sie zu dick werden. Ne? Aber auch dann sind das keine Frauenbrüste. Mhm. Ja? Das heißt, das Weibliche erscheint in der Frau. Mhm. Und wenn ich diese Erscheinung auf mich wirken lasse, in ihrer Gänze, und dann kann ich darüber etwas sagen, was das Weibliche ist oder das Männliche.
Die Erfahrungen, die ich mit Frauen oder die ich mit meinem Mann sein gemacht habe, spielen natürlich auch mit hinein. Man geht immer von seinen eigenen Erfahrungen aus. Aber das ist in dem Buch, das ist nicht das Primäre. Mhm. Ja? Und ich habe das dann natürlich, ich habe es in dem Buch dann auch ausgedehnt, dass ich nicht nur sozusagen die körperliche Erscheinung genommen habe, sondern ich bin dann weitergegangen und habe dann gesagt, ich schreibe auch eine Phänomenologie des Geschlechtsaktes, indem ich mir einfach angeschaut habe, was geschieht eigentlich dort auf der phänomenologischen Ebene. Das heißt, da können wir im Detail drauf kommen, ja. Was geschieht dort und was sagt mir das darüber aus, was ein Mann im Innersten ist und was eine Frau im Innersten ist. Und das ist etwas anderes, als wenn ich nur über meine subjektiven Erlebnisse und Erfahrungen spreche. Ja, an den Punkten, wo es subjektiv ist, wo es meine Geschichte ist, da mache ich das deutlich. Und ansonsten versuche ich, das so distanziert und klar wie möglich zu beschreiben. Also du ziehst ja den Schluss aus der Außenseite des Geschlechtsaktes auch auf die Innenseite, ja, auf die Emotionalität, natürlich. auf die seelischen Themen, die damit verbunden sind. Und was mir aufgefallen ist beim Lesen, ist, dass ein ganz starkes Thema, so habe ich das für mich wahrgenommen, der Weiblichkeit, die Hingabe ist. Ja. Mich hat das sehr berührt. Es ist nicht populär. Es ist auch etwas, was man heutzutage sich fast nicht mehr traut zu sagen als Frau. Ist das auch so, dass du jetzt in deiner täglichen Arbeit das als Spannung wahrnimmst, in den Frauen, die dir ja wirklich in allen Altersstufen begegnen, in deinen Seminaren? Ja, natürlich, natürlich. Das ist so. Aber ich möchte es ein bisschen korrigieren. Es geht immer um Hingabe, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Bei Männern geht es um die Hingabe an das Männliche. Und bei Frauen geht es um die Hingabe an das Weibliche. Ich würde es anders formulieren. Weiblichkeit heißt Öffnung. Ja, ich wollte es auf mich selbst sagen, so passive Hingabe. Beim Mann ist es ja eher diese aktive Hingabe. Ja, das ist auch Hingabe, ja. Aber richtig, zunächst einmal, Weiblichkeit heißt Öffnung. Ja? Und da sind wir beim Geschlechtsakt. Ja? Wenn eine Frau sich nicht öffnet, dann wird es hässlich. Ich meine, der Mann kann alles Mögliche mit Frauen machen und sie erzwingen. Ja? Aber damit es ein Liebesakt wird, muss eine Frau sich öffnen. Sie muss weich werden, sie muss fließen. Das sind alles so. Ich weiß nicht, was noch dazu, ich habe es ja geschrieben. Ja? Und beim Mann ist es das genaue Gegenteil. Er muss hart sein. Ja. Und er muss vordringen, er muss durchdringen, ja? Sonst passiert nichts. Ganz einfach. Natürlich ist das unseren heutigen Bildern sowas von entgegengesetzt. Ja? Aus männlicher Weichheit und weiblicher Härte entsteht kein Kind. Das ist ganz einfach. Ja, und ansonsten scheint es auch nicht so produktiv zu sein, wenn man halt die Beziehungsthemen der heutigen Zeit sich ansieht. Nein, das wird. Aber ich bleibe hauptsächlich erstmal bei diesen Grundlagen, damit man überhaupt mal ein Gefühl dafür kriegt, ja. Und natürlich, jetzt kommt der zweite Punkt: dieses sich öffnen, und zwar dann gegenüber einem körperlich überlegenen Mann, ist natürlich unglaublich riskant. Ja? Das heißt, da kannst du sicherlich mehr drüber sagen als ich und vom Gefühl, aber man kann das natürlich verdrängen. Ja? Man kann es verdrängen und ich sag mal jetzt, man kann es verdrängen und kann einfach... Ja. Ich glaube, dass Frauen das wissen. Also um diese körperliche Unterlegenheit wissen alle Frauen. Das ist auch nicht wirklich zu verdrängen. Das wissen alle. Das wissen immer mit alle. Dabei. Ja, und da ist natürlich eine ganz tiefe Verletzbarkeit mit drin. Ja? Und dann ist es ist in einer gewissen Weise ist es natürlich, wenn eine Frau sich auch versucht zu schützen. Und weil es so ist, ist es gerade deshalb ist es wichtig, dass wenn eine sexuelle Begegnung eine Liebesbegegnung ist. Denn wenn es eine Liebesbegegnung ist, dann kannst du diese Öffnung wagen. Ja? Und je mehr du dich sozusagen, je mehr du, Liebe hat auch immer viel mit Vertrauen zu tun, und je mehr du in
dich dem Mann oder der jeweiligen Begegnung, der Situation wirklich tief anvertraust, umso mehr kannst du dich öffnen und umso mehr kannst du auch da, hast du auch davon. Ja, beziehungsweise dann kommt es erst zu einer wirklichen Mann-Frau-Begegnung. Und natürlich, das macht Angst. Ja. Und das ist das, wo du sagst, wenn ich in den Kursen, es wird die Angst formuliert, aber immer dann, wenn es an diesen Punkt kommt, erkennen, das kann ich fast ausschließlich, alle Frauen, dass das in der Tiefe ihr tiefstes Bedürfnis ist. Mhm. Ja. Und naja, und beim Mann ist es genau umgekehrt. Ja? Ich meine, auch gerade in der heutigen Zeit, wenn ich das sehe, junge Männer wagen es nicht mehr, sich ihrer Männlichkeit im Sinne von auch von Härte und von sich durchsetzen und solchen Sachen, die wagen es nicht mehr, sich dem hinzugeben, dem anzuvertrauen. Weil es gesellschaftlich verpönt ist, ja. Aber auch, mir fällt gerade eine Geschichte ein, dass ich war 13, 14 Jahre alt, da hat mich ein Mädchen interessiert. Ich war aber zu schüchtern, die anzusprechen, ja. Und dann hab ich immer rüber geguckt, ja. Und natürlich, da war da was Begehrliches mit drin. Ich habe da rüber geguckt und auf einmal schleudert die mir entgegen, du Schwein. Nichts anderes gemacht, als sie angeguckt, ja. Und das hat mich genauso verletzt, als wenn sie mir mit dem Knie in die Eier getreten hätte. Ja. Das hat mich so tief im Herzen verletzt. Und das hat mich so verunsichert damals in der Folgezeit, wie ich mich Mädels gegenüber verhalten soll. Ja? Mhm. Dessen sind sich die Frauen meistens nicht bewusst, wie verletzlich Männer sind. Ja. Aber Frauen sind auf der körperlichen Ebene verletzlich und Männer sind auf der psychischen Ebene viel verletzlicher und emotional viel verletzlicher als Frauen. Ja, du schreibst doch an einer Stelle, einerseits die tiefste Angst des Mannes ist die vor der Zurückweisung durch die Frau. Ja. Und an anderer Stelle, was irgendwie passt dazu als die andere Seite, ist, dass letzten Endes tun wir Männer das alles nur für die Frauen. Richtig. Richtig. Ja. Richtig. Mhm. Sei es, dass man den Frauen imponieren will, sei es, was es auch immer sein mag, ja, natürlich. Ja, ich finde das auch so interessant, weil das ja auch etwas ist, was in der heutigen Diskussion gar nicht vorkommt. Nein, nein, also dieser Diskurs heute, der ist sowas von dumm und verkürzt, also kann ich nichts mehr mit anfangen, ja. Mhm. Ich kann vieles verstehen, ich muss mir immer wieder sagen, ach, weißt du, wenn die Leute unter 30 sind, können die da gar keine Ahnung von haben. Ja, genauso wie ich mir heute klar machen muss, dass die Leute in den Zeitungsredaktionen, die Artikel schreiben, dass sie halb so alt sind wie ich. Und dann muss ich mir überlegen, was hast du denn, als du 32 warst, für Ideen gehabt und was hättest du gemacht, ja? Und dann muss ich sagen, ja, da waren auch einige Sachen dabei, da bin ich froh, dass ich nicht die Macht hatte, sie umzusetzen. Ja? Und das ist alles okay, das ist ja alles in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde, ist die Abwertung des Alters. Hm. Aber das ist ein anderes Thema, das brauchen wir jetzt hier nicht. Ja, du hast aber in dem Kontext ein interessantes Thema. Menschen werden immer älter, Beziehungen haben zumindest das Potenzial, immer länger zu dauern. Und es ist ja da auch Bedarf an Perspektiven, für die es ja auch nicht wirklich Rollenvorbilder gibt. Ich meine, ja, das ist ja, da kommen wir dann zu einem anderen Thema, da kommen wir zu der Frage, wie denken wir heute, wie ist heute das Bewusstsein? Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema des Jugendbewusstseins. Aber das will ich jetzt nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich kann nur sagen, ich bin vor einer Woche aus China zurückgekommen. Mhm. Ich war ein paar Wochen in China. Und es ist ein Balsam für die Seele,
zu erleben, wie in China das Alter geachtet wird. Mhm. Ja, das tut, und auch alte Männer, aber da, ohne auch alte Frauen. Also da macht es keinen Unterschied gemacht. Ja. Und das tut also mehr als in meinem Alter tut das. Das tut mir unheimlich gut. Mhm. Ja. Und auch von jungen Leuten. Mhm. Auch von jungen Leuten. Und dieser Respekt vor der Erfahrung, vor der Lebenserfahrung, der ist uns vollkommen verloren gegangen hier. Das finde ich, also mir persönlich ist es im Grunde egal. Wenn ich auf die Gesellschaft schaue, finde ich es erstens schade. Mhm. Und zweitens ist es für mich ein Dekadenzphänomen. Es ist ein Phänomen des Niedergangs. Mhm. Ja. Wenn man das nicht mehr schätzt, dann die Jungen, die fahren das Ding gegen die Wand. Völlig klar. Mhm. Ja, diese Dekadenz spiegelt sich ja an vielen Stellen wieder, gerade auch in Beziehungen, auch in der Art und Weise, wie wir Familien gründen, Kinder bekommen. Auch diese Dekadenz, also mir kommt jetzt spontan in den Sinn, der Umgang mit alten Menschen, die werden ins Heim abgeschoben, wenn man sie nicht mehr zu Hause hat. Mit den Kindern geht es ja irgendwie gleich. Ja, die gleich. Werden auch alle, ja. Kaum, dass sie vielleicht ein bisschen sich fortbewegen können oder auch noch früher. Ja. Aber lass uns mal, ich will jetzt nicht zu sehr beim Zeitgeist rumhängen, okay. Ja, weil das Buch hat eigentlich eine ganz andere Stoßrichtung. Das ist ein total positives Buch, was eigentlich möchte ich Frauen ermutigen, Frau zu sein und Männer ermutigen, Mann zu sein. Ja? Und vielleicht das Zweite noch mehr. Ich glaube, die Männer brauchen es heute. Ja? Sind wir doch schon wieder beim Zeitgeist? Ja, die Männer. Ja, möchtest du das in ein paar Sätzen zusammenfassen? Die Bereitschaft, Mann zu sein. Ja. Ja? Was ja nicht heißt, dass man alle Idiotien, die Männer sich haben... wo sie sich mit geschmückt haben, dass man das alles weitermachen muss. Das heißt es überhaupt nicht. Ja. Nachdem die Definition von Männlichkeit, über die du hier auch schreibst, ja nicht mehr so Bestandteil des Allgemeinwissens ist, sag uns doch ein paar Sätze dazu. Was macht für dich den typischen Mann aus in der Tiefe? Was macht Männlichkeit für dich aus? Zunächst einmal zu sich zu stehen und zu sich selbst Ja zu sagen. Und ich kann dir keine inhaltliche Definition geben, das will ich auch nicht, weil das sind wiederum Festlegungen. Ja? Es gibt harte Männer, es gibt weiche Männer, es gibt aggressive, es gibt die ganze Bandbreite, genauso wie bei Frauen. Ja? Und für mich ist geht es nicht darum, einem bestimmten Männerbild zu entsprechen. Das wird dann eine Zeit lang, hast du so ein Männerbild und dann wird es auf den Kopf gestellt und das ist wie bei der Mode. Ja? Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, zu sich als Mann, was immer das sein mag, Ja zu sagen. Und dann entsteht etwas, dass ich anfange, meine Männlichkeit erst zu entdecken. Mhm. Ja. Und zu entdecken, was es für mich heißt, ein Mann zu sein. Und das heißt nicht, dass es für meinen Sohn oder mein Bruder oder wen auch, ich nenne bewusst werden Menschen, die einem auch genetisch nach, dass es für die dasselbe heißt. Ja, überhaupt nicht. Ja, sondern es heißt, dass ich zu mir, so wie ich bin, Ja sage. So, jetzt komme ich dazu. Und ich bin in meiner körperlichen Erscheinung, was immer ich sonst noch für Flausen im Kopf haben mag, bin ich ein Mann. Ich hatte, als es mit dieser ganzen Gender-Debatte losging, hatte ich immer die Fantasie,
ich würde mal gerne auf ein Podium gehen, wo darüber diskutiert ist, und würde den Leuten sagen, zieht euch doch mal aus. Lasst mal alle die Hosen runter. Lasst mal alle die Hosen runter, zieht euch aus. Und dann erzählt, dann erzählt ihr, dass Frauen und Männer gleich sind. Das ist solch ein Schwachsinn. Hm. Ja? Aber das kommt dabei heraus, wenn man nur noch denkt und nicht mal die Augen aufmacht. Hm. Hm? So, also wie, zurück zu deiner Frage nochmal. Es geht nicht um ein bestimmtes Männerbild. Es geht auch nicht um ein bestimmtes Frauenbild. Mhm. Das sind alles Zeiterscheinungen, die wandeln sich historisch und so weiter. Ja? Sondern es geht darum, zu sich selbst, so wie man ist, ja zu sagen. Fertig. Mhm. Das ist ja ein zentrales Thema bei dem, worum es am Anfang deines Buches geht, das Transgender-Thema. Ja, das auch. Da sehen wir zwar auch wieder beim Zeitgeist, das ist ja ein Kind des Zeitgeistes in dieser Form oder in dieser Breite, in der das auch öffentlich diskutiert wird. Hattest du in deiner Praxis Fälle, ja, die sich nicht zu Hause fühlten in ihrem Körper? Oder? Also erstmal, ja, ich habe in meiner Praxis habe ich eine Reihe Fälle. Also erstmal habe ich Fälle von Eltern, die ich habe noch keinen, gehabt von Eltern, wo noch keinen ganz harten, aber wo das Thema in der Familie sehr belastend ist, mhm, weil vor allen Dingen jüngere Mädchen die Idee haben, ja, ich könnte ja auch ein Mann sein oder so. Und ich habe aber auch mehrere Fälle gehabt von Leuten, die entweder eine Geschlechtsumwandlung in Betracht gezogen haben oder auch von welchen, die sich, ja, es gibt natürlich Grenzfälle, ja. Aber wenn wir bei Trans und nicht bei Intersexualität gehen, mhm, wenn wir dabei bleiben, diese Grenzfälle, ich erinnere mich, ein junges Mädchen, die bei mir war, die war damals 16 und meinte, sie sei in einem falschen Körper. Da habe ich gesagt, wie kommst du denn darauf? Mhm. Ja, wieso kann dein Körper falsch sein? Du hast keinen anderen. Ja? Ich habe es ja da geschrieben, könnte auch ein Schwarzer, der meint, Schwarze werden benachteiligt, der könnte hingehen und könnte sagen, ich bin in einem falschen Körper, ja? Ich will ein Weißer werden. Hm. Mein Körper ist falsch. Ich habe die falsche Hautfarbe. Ja? Das ist einfach absurd. Natürlich, aber was ernst zu nehmen, ist es natürlich, dass es Fälle gibt, wo gerade junge Menschen mit ihrer gesamten, sagen wir mal, Persönlichkeit, wovon die Geschlechteridentität ein wesentlicher Teil ist, die damit in Konflikt sind. Und das ist, erstens mal ist das eine völlig normale Entwicklung in der Jugend. Mhm. Ja? Also mir haben ganz viele Frauen gesagt, haben mir gesagt, ja, also ich wollte auch lieber ein Junge sein. Ja? Mhm. Dann ist man stärker, dann kann man besser schneller laufen, dann braucht man alles Mögliche. Ja? Und das hängt sehr stark, bei jungen Mädchen hängt das auch sehr stark mit diesem Bild, kulturellen Bild zusammen, dass das Männliche das Starke ist und das Weibliche, mhm, das Schwache. Ja? So, dann kommt natürlich dazu, dass in der ganzen Pubertät, und das zieht sich noch bis in die 20er hinein, entsteht der Mensch praktisch neu. Ja, der Wechsel von der Kindheit zum Erwachsensein, das ist nicht einfach so ein kleiner Übergang, mhm, sondern da entsteht im Grunde genommen ein völlig neuer Mensch. Und in dieser Phase ist eine riesige Unsicherheit. Ja, bin ich richtig, bin ich falsch, wie sehen die anderen mich? Ja? Und da scheint mir, dass sozusagen die Idee, ach ja, du bist in einem falschen Körper, du kannst dich selbst entwerfen und wenn du willst, kannst du ein Mann werden. Ja, das ist sowas wie der, damit habe ich die Lösung. Hm. Ja.
Komm, das Thema langweilt mich. Was langweilt dich nicht? Nein, es hat mich lange Zeit geärgert. Und es hat mich geärgert, weil es völlig am Offensichtlichen vorbeigeht. Ja. Ich habe mal versucht, ein Buch von Judith Butler, die ja die Ikone von der Gender-Theorie ist, zu lesen. Also ich bin nicht weit gekommen, ja, weil das nur völlig abstraktes Gedankengerede ist, das keine Verbindung hier zum Natürlichen, zum Leben mehr hat. Mhm. Ja. Und das hat mich eine Zeit lang beschäftigt. Ich habe auch Fälle gehabt, wo ich das Destruktive gesehen habe. Fällt mir gerade ein. Ich hatte mal, das ist schon lange her, da kam ein Mann mit zu mir, der hatte einen Sohn, einen 11-12-jährigen Sohn, und der Junge, er sagt, der wollte nicht mehr zur Schule gehen. Ich weiß gar nicht mehr, was der alles für Probleme hat. Und der kam mit dem Jungen zu mir. Ich habe mir das Kind angeschaut und der machte einen vollkommen verlorenen Eindruck. Mhm. Also es hat mir richtig wehgetan, dieses Kind zu sehen. Ja, der Hintergrund war, seine Mutter hatte sich zuerst von dem Mann getrennt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie da schon getrennt waren, hat entdeckt, dass sie lesbisch ist, hat dann eine Beziehung mit einer Frau angefangen und mit der zusammengelebt, was für einen Jungen schon eine ziemlich heftige Geschichte ist, wenn seine Mutter, ja, und dann, das ging aber noch, und dann kam das Nächste und dann hat sie sich zum Mann operieren lassen. Und dann habe ich gesehen, was das in dem Kind macht. Ja, das hat mich ziemlich erschüttert damals. Ja, ich habe gesehen, ich kann dem Jungen nicht helfen. Ich kann nichts machen, ich kann dem nicht helfen. Ja. Und das hat mich damals sehr erschüttert. Und da war ich eine Zeit lang, habe ich mich über dieses ganze Zeug sehr, sehr geärgert. Aber inzwischen ist das vorbei. Ich sehe, dass man die Dinge mögen noch so verrückt sein, wenn irgendeine Ideologie mal im kollektiven Geist Fuß gefasst hat, du kommst dagegen nicht mehr an. Das ist dasselbe wie beim Nationalsozialismus. Mhm. Ja, wenn die Idee, dass die Juden an Adolf Schuld sind oder dass das jüdische Blut etwas Verdorbenes ist oder was immer das damals verbreitet wurde, wenn die sich einmal sozusagen eingenistet hat, da kommst du rational nicht mehr gegen an, kannst du nichts mehr machen. Ja. Ich habe mich dann darauf beschränkt, dass ich das in den Seminaren oder in den Fällen, die mir begegnen, dass ich es da halt einfach nur klar anspreche. Hm. Ja, da sind wir auch generell, also Gedanke wieder in eine andere Richtung. Du sagtest ja auch, dieses Ja-Sagen zu sich selbst, zu seiner Männlichkeit, zu seiner Weiblichkeit. Du schreibst auch in dem Buch, die Männlichkeit kommt immer vom Vater und die Weiblichkeit kommt immer von der Mutter für das Mädchen. Und gerade jetzt auch zum Thema Nationalsozialismus fiel mir das ein, dass das ja oft ein Dilemma ist, Ja zu sagen zum Vater, natürlich, zur Mutter, nicht nur im Punkt der Männlichkeit, Weiblichkeit, auch in ganz vielen anderen Punkten und zu anderen Themen. Und worin besteht dieses Ja-Sagen? Wie kann ich Ja sagen? Wie komme ich dahin, wenn auch das vielleicht viele Konflikte im Hintergrund sind? Also, das ist kein Akt, den man sich, du musst jetzt Ja sagen, dann tue ich das. Mhm. Ja, das geht nicht. Ja. Eben. Ja. Sondern indem ich erkenne, dass ich nur der Mensch bin, der ich bin, weil ich diesen Vater, aber dass dieser Vater, dieser Mann, der mich gezeugt hat, dass der in mir drin ist und dass es dazu überhaupt keine Alternative gibt. Ja? Die einzige Alternative ist, wenn ich den Mann ablehne, der mein Vater ist, dann schneide ich mich von diesem Teil meiner Persönlichkeit, und das ist bei Männern noch massiver dann, wenn es um den Vater geht, als bei Frauen,
dann schneide ich mich von meiner Männlichkeit und von dem Mannsein total ab. Ja. Hast du eine Erklärung dafür, warum das für Männer so viel elementarer ist als für Frauen? Nein, es ist elementar. Der Vater ist in dem, weil ich als Mann, weil wenn ich mich von meinem Vater abschneide, schneide ich mich von meiner Männlichkeit ab. Mhm. Wenn du dich von deinem Vater, von deiner Männlichkeit abschneidest. Okay, ich hatte dann, das jetzt, du meinst, ja, hat das so verstanden, das, dass du das meinst, dann, jeweils dann, gleichgeschlechtlich. Dann berührt das natürlich auch deine Persönlichkeit, aber deine Weiblichkeit kann trotzdem so aber sein. Aber in Bezug auf die Mutter ist es gleich elementar. In Bezug wie beim auf Sohn. Die Mutter ist es bei Frauen dasselbe. Ja. Ja? Und das ist aber, dieses Ja sagen ist aber nicht damit verbunden, dass ich, wenn beispielsweise mein Vater jemanden getötet hat oder im Nationalsozialismus oder was immer der gemacht hat, dass ich das gut heiße. Ja? Das sind zwei ganz verschiedene Elemente. Ja? Das ist sein Leben. Und was er mit seinem Leben gemacht hat und wie er das gestaltet hat, das ist eine andere Sache. Das ist seine Geschichte. Im Grunde geht mich das nichts an. Mhm. Ja? Im Grunde geht mich das nichts an. Ja? Denn ich sage es auch noch mal auf eine andere Weise. Wenn ich in den 1980er Jahren aufgewachsen bin oder in der Jugend war, dann ist es absurd zu meinen, man könnte beurteilen, wie jemand, der in den 30er Jahren in der Jugend war, sich hätte verhalten sollen. Ja, es ist völlig absurd. Ja. Anmaßend auch. Ja, also man, die hätten das doch wissen müssen. Ja, mein Gott. Ich will jetzt nicht über Corona reden. Kam mir auch gerade in den Sinn. Ja, natürlich, ja. Man hätte das dieses oder jenes noch wissen können. Nein. Also insofern ist das Ja-Sagen beinhaltet eigentlich einfach die Zustimmung dazu, dass dieser Mann, wer immer er war, und selbst dann, wenn ich ihn nicht kenne, dass dieser Mann mein Vater ist. Mhm. Und dass ich ohne diesen Mann nicht existieren würde. Ja? Ich meine, das ist ja das mit den Nationalsozialisten, das ist ja noch, sagen wir mal, das ist ja noch zu packen. Ich habe Fälle gehabt, wo Kinder waren, die aus einer Vergewaltigung entstanden sind. Ja? Auch da gibt es keine Alternative. Ja? Letztendlich heißt es sogar, dem Vorgang der Zeugung, also der Vergewaltigung, zuzustimmen. Sonst kann ich mich selber nicht zustimmen. Mhm. Denn ohne die Vergewaltigung würde ich nicht existieren. Mhm. Ja? Natürlich, da gehen jedem moralisch Denkenden alle Hüte hoch. Ja? Aber das ist keine Frage der Moral, sondern das ist einfach eine Frage des Seins. Es ist so. Ja? Oder heute, die Leute, die sich von der anonymen Samenspende haben befruchten lassen, das die Frauen. Vor, ja? Wie geht's einem Kind, das weiß, dass sein Vater für 200 Euro im Monat damit sein Geld verdient hat, sich in eine Kabine zu stellen, Pornos anzugucken und, na, ich will es nicht im Detail beschreiben, ja? Und sagen, ja, so bin ich entstanden. Das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Ja, also da wollte ich. Ja, das geht ja auch weiter mit den ganzen anderen modernen Konstellationen. Die leibliche, also die Eizellspenderin, die Leihmutter, die in welcher Konstellation auch immer. Das macht es für einen Menschen, der natürlich für ein Kind, das daraus entsteht, macht es natürlich unglaublich schwer, zu sich selber auch Ja zu sagen, weil das alles ist in ihm verkörpert. Ja? Und aber für mich besteht, und das ist ja unsere ganze Psychotherapie, die wir machen, geht es im Leben darum, dass ich mit mir selber in Einklang komme
Es geht nicht darum, dass ich mit den anderen in Einklang komme und dass sie sagen, ah, du bist aber ein toller Mann. Was habe ich nichts von? Ja, ich habe nur dann etwas davon, wenn ich mit mir selber als Mann in Einklang komme und wenn ich sage, ja, ich bin gerne ein Mann. Ich sage es mal einfach so. Ja? Heute ist das so. Ich bin gerne ein Mann. Ich will keine Frau sein. Aber das heißt nicht, dass ich Frauen schlechter finde als Männer. Um Gottes Anders Willen, halt. Ja. Und in diesem Ich bin gerne ein Mann oder Ich bin gerne eine Frau, kommst du zu dir selber. Und in dem anderen spaltest du dich. Ja? Und es gibt immer die Spaltung zwischen jemandem, wie er ist, und einer Idee im Kopf, wie ich sein soll. Und das ist unser ganzes psychisches Leiden heute, besteht in dieser Spaltung. Da oben sitzt jemand auf dem Richterstuhl oder wo auch immer und sagt, das ist falsch an dir, das ist falsch an dir, das musst du verändern, da musst du dich verbessern. Ja? Und unsere, die ganze innere Gehetztheit in unserer Gesellschaft rührt aus dieser Spaltung. Und zu einer inneren Zufriedenheit komme ich dann, wenn ich zu mir selber, so wie ich bin, ja sagen kann. Ich habe es, glaube ich, im anderen Buch habe ich es mal erwähnt, die Tochter meines langjährigen Jugendfreundes, die ist mit Glasknochen geboren. Ja, die ist ungefähr so groß. Ja? Nur der Kopf ist normal groß. Die kann nicht gehen und so weiter. Es ist jetzt 10 Jahre her, dass ich sie zuletzt gesehen habe. Damals war sie so mit Anfang 30 oder was. Nee, die ist so alt wie mein zweiter Sohn. Also war sie Ende 2. Ist ja egal. Die ist Schauspielerin geworden. Das ist ein total fröhlicher Mensch. Ja? In dem Moment, wo die aber sagen würde, mein Körper ist falsch, da hätte keine Chance im Leben. Ja, nun ist es ja so, dass es den meisten von uns, kann man glaube ich sagen, doch schwerfällt, so uneingeschränkt Ja zu sich selbst zu sagen, dass wir so alle unsere Knöpfe haben, die gedrückt werden können, und am meisten gedrückt werden, die natürlich in Paarbeziehungen, in Liebesbeziehungen. Ja, zunächst einmal, es fällt uns so schwer, Ja zu uns zu sagen, weil wir von Anfang unseres Lebens an die Urteile von anderen über uns hören. Genau, da wollte ich hin. Wir hören von und da ist eine Sache wichtig, dass man das sieht. Wir können uns selber nicht sehen. Ich kann nicht meine Augen sehen, ich kann nicht meine Nase sehen, ich kann mein Gesicht nicht sehen und ich wüsste nicht, wie ich aussehe, wenn es keinen Spiegel gäbe. Ja? Ein kleines Kind guckt aber auch nicht in einen Spiegel. Und wenn es reinguckt, weiß es nicht, dass es selber in dem Spiegel ist. Ja? Das heißt, der Spiegel für ein kleines Kind sind die Leute um es herum, die ihm sagen, du bist willkommen, du bist gut, du bist lieb, du bist fürchterlich, du bist nur eine Last. Und das braucht noch nicht mal verbal gesagt zu werden. Ein Kind saugt das alles auf, was aus seiner Umgebung kommt. Ja? Und wenn es das Gefühl hat, meine Mutter hetzt sich ab, um auch noch ein paar Minuten mit mir zu haben. Ansonsten ist sie aber nur mit ihren Projekten oder was beschäftigt. Oder mein Vater ähnlich. Ja? Wobei die Mutter für ein kleines Kind viel wichtiger ist. Dann entsteht halt ein Selbstbild, was als Grundlage sich durch das ganze Leben zieht. Ja? Entweder ich bin willkommen oder ich bin nicht willkommen und so weiter. Ja? Und unser Bild von, ob wir richtig sind, auch als Mann oder als Frau, ja, wird ganz entschieden davon
geformt, was ich in meiner Herkunftsfamilie vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren schon in der Schwangerschaft erlebe. Mhm. Ja, wenn eine Frau in der Schwangerschaft, sagen wir mal, die Schwangerschaft ablehnt, weil es ein sogenannter Unfall war oder sowas, ja, oder weil sie im Nachhinein denkt, nee, mit dem Mann wollte ich aber eigentlich kein Kind haben. Das Kind saugt das auf. Das Kind saugt es auf und natürlich spielt es auch dann in seiner Haltung zum Geschlecht und zum eigenen Geschlecht eine Rolle. Ja? Mhm. Und insofern, das muss man sich alles, und man kommt erst dazu, indem man sich auf seine eigene Geschlechtlichkeit einlässt. Das entsteht aber erst im Laufe des Erwachsenenlebens. Mhm. Ja? Und zu dieser eigenen Geschlechtlichkeit, also du schreibst auch darüber, gehört ja bei der Frau ganz typischerweise Kinder zu bekommen. Natürlicherweise ja. Das ist die natürliche Bestimmung der Frau. Mhm. Was nicht heißt, dass sie das tun muss, aber das ist die natürliche Bestimmung der Frau. Und das geht ja noch weiter. Ich sage das ja auch, die ganze Sexualität ist eine Macht, der wir unterworfen sind. Das erste ist, Sexualität ist eine Macht, der wir unterworfen sind. Wir können uns dieser Macht nicht entziehen. Mhm. Wir können vielleicht, aber auch das funktioniert ja nicht, wie man in den Klöstern sehen kann, man kann sein Leben lang gegen den sündigen Sex ankämpfen und versuchen, ihn zu vermeiden. Und dann kommt der Papst und sagt, liebe Nonnen und Priester, guckt bitte nicht so viele Pornos. Ja. Da kann man genau dran sehen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und in den Klöstern blüht die Homosexualität, wenn nicht die Pädophilie und so weiter. Also, das Ankämpfen gegen die Homosexualität, das ist so oder so, das Ankämpfen gegen die Sexualität ist sinnlos. Wir sind ihr unterworfen, es ist eine größere Macht. Zweitens, was ist das für eine Macht? Es ist die Macht, der innere Drang der Natur, des Lebens, und wir sind immer noch Natur, der innere Drang der Natur und des Lebens, sich zu reproduzieren. Mhm. Das Leben will weiterleben. Wir sitzen hier im Freien. Ja? Mhm. Man kann das an jedem Grashalm beobachten. Man kann es in jedem Frühjahr beobachten. Und bei höheren Säugetieren oder bei Säugetieren ist es halt so, und bei vielen, nicht nur bei Säugetieren, ja auch bei anderen, dass sich die Sexualität als das effizienteste und das beste Mittel erwiesen hat, um den Fortbestand der Art zu gewährleisten. Das ist schlicht ein evolutionäres Gesetz und das sitzt uns in jeder Zelle. Ja. Und insofern ist sozusagen die natürliche Bestimmung einer Frau Mutter zu werden und die natürliche Bestimmung eines Mannes ist auch Vater zu werden. Mhm. Ja. Ob ich das jetzt dann auch dem aktiv folge oder ob das geschieht, oder das ist eine andere Frage. Ich gehe nicht hin, würde nicht hingehen und sagen, da hat jemand seinen Daseinszweck verfehlt, weil eine Frau oder ein Mann kein Kind gekriegt hat. Das halte ich für absurd, ja. Aber insgesamt würde es überhaupt keine Sexualität geben, wenn es nicht um die Reproduktion der Art gehen würde. Mhm. Nun hat sich diese Sexualität ja im Laufe der letzten, ich weiß nicht wie lange, vielleicht ein paar tausend Jahre zunehmend entkoppelt. Und insbesondere entkoppelt hat sie sich seit 50 Jahren. Ja, entkoppelt heißt, dass aus einem sexuellen Akt nicht üblicherweise eine Befruchtung entsteht. Ja? Richtig, genau. Das war bis zur Erfindung der Pille. Gut, es gab dann auch, natürlich gab es hier und da Kulturen, die das auf andere Weise ein bisschen steuern konnten, aber so grundsätzlich, dass eine Frau einfach mit einem Mann schlafen konnte und keine Angst haben musste, dass sie
dass sie schwanger ist. Also ich meine gelesen zu haben, dass die ersten Kondome aus Naturdarm deutlich älter sind, die man gefunden hat. Was ja auch zeigt, dass es offensichtlich durchaus ein Bedürfnis war, das zu entkoppeln. Ja, das, da hast du jetzt, das wusste ich nicht, was... Es stand gerade wieder irgendwo was in der Zeitung, dass man wohl wieder einen Fund gemacht hat. Ja, gibt es sicherlich, aber ich glaube nicht, dass das, weiß ich jetzt nicht, aber da wird dann was Großes draus gemacht, aber dass das sehr verbreitet war, glaube ich nicht. Ja. Was ich jedenfalls gehört habe in meiner Kindheit und was ich gelesen habe, war, dass für Frauen Geschlechtsverkehr immer mit... potenziell lebensgefährlich. Jetzt, ja, in dem Sinne lebensgefährlich war, ja. Jedenfalls die letzten paar hundert Jahre hier, ja. Mhm. Dass es Kulturen gab, die da auch was anderes gefunden haben und so, alles gut, ja. Und dass man auch, natürlich, ich habe es auch in dem Buch geschrieben, meine Großeltern väterlicherseits, meine Großmutter war 28, da hatte sie 8 Kinder geboren. Mhm. Wow. Ja, mein Großvater ist, glaube ich, 2-3 Jahre älter, der war dann 30. Ja, und danach nichts mehr. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob der sich ein Draht gebunden hat, eine Schlinge drum gemacht hat oder was. Oder wie die da, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben in dem Alter. Mhm. Ja? Das heißt, daran kann man aber sehen, wie sehr das miteinander verknüpft war. Mhm. Gut, und das ist jetzt eigentlich seit der Erfindung der Pille, auch wenn man jetzt keine Pille nimmt oder so, es gibt genügend Dinge, genügend Möglichkeiten zu sagen, wir können Sex haben, so viel wie wir wollen, aber, und das heißt nicht, dass ich automatisch Vater oder Mutter werde. Wobei das natürlich für Frauen viel einschneidender war als für Männer. Mhm. Ja. Und diese Entkoppelung, die hat dann erst diese ganze sogenannte sexuelle Revolution seit den 60ern, die hat das erst möglich gemacht. Ja. Ich meine, vorher klar, die Leute haben auch in den 20er Jahren oder im 19. Jahrhundert Orgien gefeiert und was weiß ich gemacht. Aber dann mussten die Frauen sich hinterher ausschaben lassen oder irgendeinen Kurfuscher an sich ranlassen. Mhm. Und es ging um Leben und Tod. Ja? Und das ist heute nicht mehr der Fall. Und Sexualität betrachten wir heute als reine Vergnügungsgeschichte. Ja, und ich möchte das nicht moralisch verstanden wissen, aber das hat eine ganz tiefe Konsequenz. Sex ist ein Konsumgut geworden. Und Konsumgüter haben etwas an sich, nämlich sie verlieren an Wert. Je mehr man sie konsumiert und je mehr man davon hat, umso wertloser werden sie. Konsum ist Verbrauch, ohne dass etwas Neues entsteht. Ja? Solange die Sexualität mit der Zeugung verknüpft war, entsteht aus der Sexualität etwas Neues. Mhm. Wenn ich das aber kategorisch ausschließe, nicht, dass ich schließen will, ich habe auch nur 2 Kinder, ja? Also es ist nicht so, als wenn ich... das ist schon mehr als wenn ich durchschnittlich. Dafür, als wenn ich dafür plädieren wollte, dass man jetzt dass man das aus der Sexualität Kinder entstehen müssen. Mhm. Aber wenn man das kategorisch ausschließt und wenn Sex nur noch das Thema, nur noch eine reine Vergnügungsgeschichte ist, dann verliert er an Wert. Mhm. Und für mich ist das der Hintergrund dafür, wenn ich heute Berichte lese, dass Paare Anfang 30 keinen Sex mehr miteinander haben oder Ende 30, ja, obwohl sie erst gerade ein paar Jahre zusammen sind. Und dass viele junge Männer nicht mehr können, ja, und keine Lust mehr auf Sex haben und sowas. Das hängt, denke ich, alles miteinander zusammen. Auch mit
dem Männerbild, der Definition von Männlichkeit oder dem Druck, der halt daraus sicher entsteht? Sicher hängt das auch mit dem Männerbild zusammen, ja. Weil es ja eher so das gängige Klischee ist ja eher, dass Männer mehr Bedürfnisse haben diesbezüglich, quantitativ vor allem als Frauen. Und der Trend scheint ja zu sein, dass sich das umkehrt oder eher ausgleicht. Das ist ganz oft eben sexuelle Bedürfnisse, dass es ja tatsächlich so ist, dass vermehrt das auch ein männliches Thema ist, eben keine Lust mehr zu haben. Scheint so. Wohingegen das früher eben also eher so den Frauen zugeschrieben wurde. Das ist das, was ich in den Zeitungen lese. Ja, das geht mir genauso. Scheint so, ja. Ja. Es ist ja so, dass vor, ja, wie du sagst, 60er Jahre Revolution, sexuelle Revolution, quasi ja. Frauenbefreiung, also bis dahin war ja auch dieses Rollenbild sehr festgelegt. Ja. Das war die letzten Jahrzehnte in Auflösung begriffen, es fehlt aber noch ein neues Modell, wie das denn alles besser, persönlich befriedigender funktionieren kann. Wo siehst du da eine Lösung? Also du schreibst auch darüber in deinem Buch, wie eine erwachsene, reife Beziehung aussehen kann, gelingen kann. Naja, ich, sagen wir mal so, ich war 1968, bin ich 20 geworden. Ja? Ich bin sozusagen mit dieser ganzen Bewegung bin ich so synchron altersmäßig mitgewachsen. Und von da an war auch immer sozusagen die Ehe als Form des Zusammenlebens von Mann und Frau war die schon in der Schieflage. In der Diskussion, ja. 68, Kommune 1, Kommune 2, sozusagen alternative Lebensmodelle in den 70er Jahren. Alle möglichen Sachen, das hat sich in. Ich bin da ein Stück weit auch begleitend mit dabei gewesen. Das ist über. In dieser Zeit hat sich das alles verändert. Ja, das hat wiederum mit dem anderen Thema auch zu tun, Jugendbewusstsein, was ich hier nicht weiter vertiefen will. Und was aber interessant ist, wenn man hinschaut, das sind jetzt schon 50, 60 Jahre und es wird immer noch geheiratet. Mhm. Es wird mehr Tamtam drum gemacht als zu meiner Zeit. Ja. Wir hatten eine ganz kleine Hochzeit, nicht mit großem. Meine Frau hatte ein nettes Kleid an, aber kein weißes Hochzeitskleid und all dieses. Heute ist das alles noch wieder da. Und spannend, interessanterweise, aber heiraten ja heute auch Männer und Männer und Frauen Frauen. Also die Ehe scheint irgendwo die ist nicht tot zu kriegen. So, und die Frage ist, also die alternativen Lebensmodelle, soweit ich sie mit im Blick hatte in dieser Zeit, die sind mehr oder weniger alle gescheitert. Vielleicht nicht jedes Einzelne, es gibt Ausnahmen, aber Im Großen und Ganzen sind sie gescheitert, weil sie in unserer Zeit nicht oder noch nicht lebbar sind. Und ich sehe inzwischen die Ehe. Das muss nicht die Ehe sein, aber die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Ich sehe die inzwischen als ein, man könnte fast sagen, als ein Laboratorium, in dem man, wenn man dafür offen ist und dazu bereit ist, sich selbst erkennen und innerlich wachsen kann. Mhm. Ja, dazu muss man dann aber bereit sein, aus dem Kampfmodus auszusteigen und zu sagen, zum Beispiel, anstatt zu sagen, das, was du gerade gesagt hast, hat mich verletzt. Ja, vielleicht zu sagen, oh, du hast gerade was gesagt, das erinnert mich, das tut verdammt weh. Vielleicht gucke ich mal, ob da in mir irgendeine alte Wunde aus meiner Kindheit ist. Das scheint irgendwas in mir zu sein, was darauf reagiert, als wenn du mir in eine offene Wunde den Finger gelegt hättest. Ja?
Das ist nämlich das, was hinter den Verletzungen meistens dahinter steht. Ja. Das heißt, wenn ich diese Bereitschaft habe, dann kann ich in einer Paarbeziehung sozusagen, dann kann ich meine alten kindlichen Wunden, Minderwertigkeitskomplexe, Angst vor Ablehnung, Angst vor Mutterverlust, vor Einsamkeit, vor Alleinsein, alles das begegnet mir in einer Beziehung. Üblicherweise beschuldige ich aber den anderen, dass er mir wehgetan hat, dass er was falsch gemacht hat. Dann passiert nichts. Wenn ich es aber zu mir nehme, dann ist eine Lebensgemeinschaft Mann und Frau ein absolutes Wachstumsbiotop und Laboratorium. Also es scheint ja auch so zu sein, dass wir uns immer die perfekt passgenauen Partner zu unseren Wunden suchen und notfalls auch mehrmals, wenn wir es im ersten Anlauf nicht glauben. Und wie kommt das? Wie erklärt sich das? Das weiß ich nicht. Auf jeden Topf passt ein Deckelchen, sagte man früher, ja. Es hat, wenn ich ins Theoretische gehe, dann müsste ich sagen, offenbar hat es etwas mit Resonanz zu tun. Mhm. Wir suchen etwas im anderen, was mit uns resoniert. Und die Resonanz, die wirkt aber auf zwei Ebenen. Es gibt einmal etwas, was so eine weitergehende Gleichschwingung hat, ja. Ohne das geht überhaupt nichts zusammen. Ja, es gibt in manchen Dingen schwingen wir gleich, sag ich mal. Und es gibt die andere Seite, und da bin ich dann auch beim Gegensatz Mann und Frau. Mhm. Wir suchen immer das, was wir nicht haben. Mhm. Männer werden zu Frauen hingezogen, weil Frauen etwas sind, was der Mann nicht ist. Und umgekehrt. Ja. In der Frau begegnet mir das, was ich nicht bin. Es gab ja im alten Griechenland gab es diese Vorstellung von den zwei Hälften, die geteilt sind. Oder du hast in der chinesischen Kultur hast du das Yin und Yang Symbol, die gemeinsam ein Ganzes bilden, ja. Und das gilt jetzt nicht nur auf der körperlichen Ebene der Geschlechter, sondern das gilt offenbar auch auf der inneren, auf der seelischen Ebene. Es scheint mir so, dass das, was ich nicht bin, das begegnet mir vielleicht in meiner Frau. Ja? Oder was ich auch beobachtet habe, ich habe ja auch weibliche Anteile. Und in Frauen begegnet mir vielleicht mein eigener weiblicher Anteil. Ja. Warum und wieso das so ist, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht meine Frage. Meine Frage ist das, was ist und wie ich damit umgehe. Die Frage, warum, lässt sich sowieso nicht erklären. Ja, das hatten wir schon in dem Gespräch zu deinem anderen Buch. Ja, genau. Dass die Ursache immer die Sache selbst ist. Ja. Ja. Mir kommt gerade noch eine andere Frage in den Sinn, beziehungsweise ein anderes Thema in dem Kontext. Und zwar ist es ja nicht nur so, dass der Mann in der Frau das sucht, was ihm fehlt, oder das findet, was ihm fehlt, sondern dass es ja in der Regel auch so ist, dass wir unsere Themen mit unseren Eltern, mit unseren Müttern, mit unseren Vätern ganz stark in eine Paarbeziehung hineinbringen. Mhm. Wie ist das lösbar? Also das gehört ja zu dem, auch zu dem ich Ja sage, was mich ausmacht, was mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und gleichzeitig behindert uns das ja sehr oft und ist auch Quelle von viel Schmerz und Leid in Paarbeziehungen. Wie gehe ich um damit, mit diesen Knöpfen, mit diesen Haken, die ich selber habe? Ich muss mich verletzen lassen. Mhm. Ich muss bereit sein, verletzt zu werden. Verletzt werden heißt, ich beschreibe es in dem Buch, dass dieses wunderschöne Symbol von Amor, der seinen Pfeil in die Herzen der Verliebten schießt. Ja? Und keiner denkt sich was dabei. Wenn ich mir das Bild genau anschaue,
dann heißt das, der Pfeil der Liebe, der vom Gott der Liebe abgeschossen wird und der dich ins Herz trifft, der tötet dich. Was tötet er? Natürlich nicht mich als Menschen, aber mich als, er tötet mich als das, als was ich mich gesehen habe. Mein Ego, mein Ich, mein Selbstkonzept. In einer Beziehung, in einer langjährigen Beziehung, kannst du das nur schwer aufrechterhalten. Ja, wenn du dich wirklich darauf einlässt. Natürlich, man kann auch einfach dumpf nebeneinander herleben. Das ist was anderes. Und grundsätzlich, ich muss bereit sein, wenn ich das Gefühl habe, du hast mich mit etwas, was du getan hast oder was du tust oder was du sagst oder gesagt hast, du hast mich damit verletzt, muss ich bereit sein, diese Verletzung erstmal in mir geschehen zu lassen, ohne gleich zurückzuschießen. Hm? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es nicht in dem Buch, ich habe es in einem anderen Buch geschrieben. Das hat mir so die Augen geöffnet. Ich hatte jahrelang, jahrzehntelang ein Thema mit meiner Frau. Sie stellt mir eine Frage und ich versuche die Frage zu beantworten und merke dann, sie hört nicht richtig zu. Die Welt, in der wir leben, da hast du es geschrieben. In die Welt, in der wir leben, hast du es geschrieben. Sie hört mir nicht richtig zu. Ja, die Konsequenz ist, ich rede lauter und versuche es noch ausführlicher zu erklären. Ja? Und dann reagiert sie irgendwann genervt. Was redest du so laut? Ja? Und hör auf, mich zu belehren. Da ist auf ihrer Seite ein Thema mit ihrem Vater drin, der ihr ständig gesagt hat, was richtig und was falsch ist. Ja? Auf meiner Seite, und das war das, wir haben uns dann so gestritten, dass wir den Rest des Tages nicht mehr miteinander geredet haben. Ja? Und dann passiert Folgendes, das ist gar nicht weit weg von hier gewesen, wo wir jetzt sitzen. Wir gehen spazieren und meine Frau fragt wieder was. Und ich versuche zu antworten, merke, dass sie nicht zuhört. Und wieder das übliche Spiel, ich rede lauter und sie sagt, sie war schon wieder weg beim anderen Thema. Und ich habe wohl etwas herb reagiert und dann sagt sie, was reagierst du so? Und dann habe ich gesagt, ich fühle mich von dir verraten. Du hast mich verraten. Und in dem Moment, wo ich das Wort verraten nicht nur ausspreche, sondern auch selber höre, sagt plötzlich etwas in mir, Verrat ist eigentlich was anderes. Die hat nicht richtig zugehört oder die redet einfach daher und will es gar nicht wissen, aber Verrat. Es war das, was ich jetzt erzähle, das ging in Sekundenbruchteilen damals. Und dann blieb mir die Luft weg. Und ich bin stehen geblieben, weil ich plötzlich wusste, woher der Verrat kam. Ich bin mit im Alter von zweieinhalb Jahren ins Krankenhaus gekommen, weil meine Füße neu gerichtet werden mussten. Die wurden in Gips gebrochen, in Gips gelegt und so weiter. Das war damals, ich wurde nach Köln ins Krankenhaus gebracht. Meine Mutter durfte mich 4 Wochen lang nicht versuchen und so. Und ich war ihr erstes Kind. Sie hat mich da abgeliefert im Krankenhaus. Und das weiß ich nur aus ihren Erzählungen. Ich habe mich an sie festgeklammert und sie kriegte mich nicht los. Und dann hat sie gesagt, erzähl dem Onkel Doktor mal, was du alles schon weißt. Und ich konnte das ABC oder 1 bis 20 zählen. Ja? Und ich fange an zu zählen und wende mich dem Arzt zu. So. Und in dem Moment ist meine Mutter rausgeflogen. Hat alles richtig gemacht. Aber für mich als Kind war das Verrat. Und diese Situation taucht mit meiner Frau 30, 40 Jahre später, taucht sie wieder auf, dass da jemand, eine Frau ist, die fragt mich etwas, ist aber gar nicht an der Antwort interessiert. Ja? Und ich rutsche wie in einen tiefen Schock hinein.
Jetzt kann man sich das gegenseitig die ganze Zeit vorwerfen. Und das haben wir auch lange genug getan. Ja? Wie viele Jahre denn ungefähr? Wie lange hat es denn gedauert? Das weiß ich nicht mehr. Bis zu diesem Erlebnis bestimmt. Im Wald. 20 bestimmt. Naja, in den ersten 10 Jahren ist es nicht so häufig vorgekommen. Das geht ja geht so. Da fällt mir plötzlich Schuppen vor den Augen. Ja, meine Frau hat meine Mutter repräsentiert. Und ich war innerlich, in dem Moment bin ich in den inneren Zustand des kleinen Kindes, dass aufs Glatteis geführt wird. Ja, in diesen Zustand geraten. Und in dem war ich emotional, da kam ich nicht raus. Ja. In dem Moment, wie gesagt, bei dem Spaziergang im Wald, in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass das Wort, dass mein Gefühl, ich werde verraten, nicht angemessen ist, weil das Wort Verrat mir zu groß war für das. Wo ich das gemerkt habe, in dem Moment, also ich musste stehen bleiben, ich habe zu meiner Frau gesagt, geh mal weiter, ich bleib stehen, ich habe kurz keine Luft mehr gekriegt, es hat ein unheimlich tiefen Schmerz gegeben hier im Herzen. Dann habe ich tief durchgeatmet und dann war das Thema erledigt. Seitdem ist es weg. Ja. Das heißt, wenn ich das auf die Beziehung beziehe, in der Beziehung mit meiner Frau kommen Dinge, komme ich an Wunden dran, die tief in mir drin sind, kindliche Wunden, die verschlossen sind. Und indem ich auf sie meine Mutter übertrage, ohne dass ich das weiß, komme ich mit diesem Schmerz in Berührung. In der Regel wehren wir so etwas ab, indem wir dem anderen sagen, du hast mich verletzt. Hm. Ja, aber eigentlich verletzt sie mich doch nicht, wenn sie einfach nur sich unterhalten will und eine Frage stellt und nicht mehr zuhört. Ja, das mag nicht höflich und nett und sonst was sein, aber sie tut mir doch nichts. Ja? Mhm. Trotzdem, das subjektive Gefühl ist das Gegenteil. Das subjektive Gefühl ist, ich kann nicht mehr mit dir reden und so. Ja? Wenn ich diese Verletzung aber geschehen lasse, und das ist damals im Wald mit mir passiert, wenn ich diese Verletzung geschehen lasse, dann ist auf einmal, das ist, als wenn jemand in eine alte, noch nicht ausgeheilte Wunde mit einer Nadel reinsticht. So, wie es vor einer Woche der Zahnarzt bei mir gemacht hat hier, weil ich unterm Zahn eine Entzündung hatte. Ja? Mhm. Zahn raus und es tut einen Moment sehr weh und jetzt kann die Entzündung heilen und dann ist es weg. Und das ist auch auf der psychischen Ebene auch so. Mhm. Wir müssen dann aber bereit sein, diese Verletzungen zu uns zu nehmen. Und das ist genau das Symbol, wenn Amor den Pfeil in dein Herz schießt. Mhm. Und das hältst du nur dann aus, wenn du mit jemandem in einer Liebesbeziehung bist. Wenn die andere Person dir wichtig ist. Und das ist für mich... Das ist für mich der innere Heilungsprozess, der in einer Beziehung möglich ist. Das verlangt aber, dass man nicht gleich laufen geht. Hm. Den Schmerz auch aushält. Ja, aber der geht ganz schnell vorbei. Hm. Also das mit dem Zahnarzt, das ist gar kein schlechtes Beispiel, was ich gemacht habe. Ja? Ich bin jetzt froh, dass der Zahn raus ist. Und das ist gut, ja. Und dann ist er weg. Weißt, das war danach, kam das so flatterte das nochmal auf. Und wenn sie mich was gefragt hat und ich habe gemerkt, sie hört nicht zu, habe ich einfach nicht mein altes Muster, dass ich jetzt noch mehr mache, sondern habe gesagt, hör mal, willst du eigentlich die Antwort hören? Ja? Wenn sie dann Nein gesagt hat, war ich etwas enttäuscht. Aber mit der Zeit war es völlig vorbei. Ja, aber aus solchen Dingen bestehen unsere ganzen Beziehungsdramen. Mhm. Die bestehen alle aus diesen Dingen.
Und man muss das bereit sein, zu sich zu nehmen. Ja. Jetzt mache ich noch einen Schlenker zum modernen, zu unserer jetzigen Zeit, zu unserem Zeitgeist, dem modernen Bewusstsein. Heute beruft sich jeder auf sein Gefühl und sagt, irgendjemand erzählt was und dann fühle ich mich verletzt. Obwohl es überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Ja? Und ich meine auch noch, ich wäre im Recht, wenn ich mich verletzt fühle. Ja? Anstatt, dass man hingeht und sagt, wo ist eigentlich die Wunde? Der andere ist nur vorbeigegangen, ja, und hat im Vorbeigehen vielleicht unbewusst diese Wunde gestreift. Du hast vorher geschrieben, dass dieser Heilungsprozess also am besten in einer Liebesbeziehung funktionieren kann. Das große Wort Liebe, unter dem man ja auch das eine oder andere verstehen kann. Was verstehst du unter Liebe? Also du schreibst ja auch in deinem Buch darüber. Ja, also das ist etwas, was ich erst sehen konnte, nachdem ich die 60 überschritten hatte, bin ich mal jetzt wieder beim Alter, bei den alten Männern. Ja? Nämlich, dass Liebe nichts Persönliches ist. Liebe entsteht, oder wir erfahren Liebe in der persönlichen Begegnung. Aber an und für sich ist die Liebe eine Kraft, die in der Welt wirkt. Es ist eine Kraft, die uns ergreift. Es ist genau wie die Sexualität. Ja? Wenn du in die Pubertät kommst, ergreift dich die Kraft der Sexualität. Und du kannst ja nichts machen. Ja? Und wenn du zum ersten Mal das Gefühl hast, ich verliebe mich, dann ergreift dich auch eine Macht. Ja? Die Sexualität ist aber auch nichts Persönliches. Und genauso ist die Liebe nichts Persönliches. Wir erfahren sie über die Person, wir erfahren sie über die Mutter, über die Eltern, über den Vater und so weiter. Und wir erfahren sie später über die Leute, über Liebespartner, in die wir uns verlieben. Aber die Kraft selber, das ist etwas Universales. Und das ist nichts Persönliches. Und sich dieser Kraft anzuvertrauen, das ist vielleicht die tiefste Herausforderung für uns, ja. Aber am Ende, ich eigne mich dazu eigentlich nicht so besonders, aber weil ich mich davon weit entfernt habe, aber wenn ich mich recht erinnere, dann ist es das, worüber Jesus sein Leben lang geredet und worüber hat und was in der Kirche immer wieder gepredigt wird. Sich auf die Liebe einzulassen. Und das meint nicht auf irgendwelche persönlichen Beziehungen und das meint nicht, dass das immer schön und sonst was ist, sondern das heißt, sich dieser Kraft hinzugeben, weil für mich ist die Liebe das, was dem Leben Sinn gibt. Wir haben keinen anderen Sinn mehr. Ja. Liebe ist das, was uns innerlich erfüllt, was auch eine riesige Herausforderung ist. Ja. Aber ohne Liebe ist alles nichts. Ja. Ohne Liebe ist das Leben wie vertrocknetes Gras. Es ist eine Wüste. Und für mich ist es so, dass die Liebe auch hier in allem wirkt. In allem. Ja. Und wie gesagt, da müssen wir uns aber von diesen Vorstellungen von Verliebtheit und von persönlicher Liebe, von dem muss man sich freimachen, ist das falsche Wort. Wenn man sich in der Weise, wie ich das eben beschrieben habe, tatsächlich auf die Liebe einlässt und sich in der Liebe auch verletzen lässt. Beziehungsweise, wenn man dafür offen ist, dass in der Liebe die alten Verletzungen
in die hineingestochen wird und die sich auflösen können, dann wächst man allmählich in diese überpersönliche Dimension der Liebe hinein. Ja? Und das ist auch das, was dann eine Beziehung, die, sagen wir mal, eine lebenslange Beziehung, was die erst möglich macht. Mhm. Ja? Denn ich meine, es ist ja lächerlich, wenn heute 70-jährigen Paaren Sextipps gegeben werden, dass sie sich Reizwäsche anziehen sollen oder weiß der Teufel was für Ideen. Ja, sowas läuft ja, sowas liest man ja ständig, mhm. ja. Oder dass man dies oder jenes machen soll oder sich gemeinsam Pornos angucken oder was den Leuten alles so einfällt, ja. Oder weil man das noch nicht ausprobiert hat, sich an einen Baum fesseln lässt. Oder wohin auch immer. Das ist übrigens das auch, das hat auch damit zu tun, was ich eben gesagt habe, wenn Sex nur noch konsumiert wird, mhm. wenn es ein Konsumgut ist, ja, dann braucht man immer mehr und immer, sagen wir mal, immer höhere Dosen dazu, davon. Ja. Und ohne dass es befriedigender wird. Mhm. So, und wenn man sich aber da ganz drauf einlässt, auf diese, dass man auch bereit ist, die Schmerzen und dieses Picken in alte Wunden zu nehmen, dann wächst man darüber hinaus und dann ist das auch eine Perspektive für eine Beziehung im Alter. Mhm. Die nicht nur ein abhängiges Nebeneinander herleben ist. Ja. Hm. Liebe ist die Antwort. Liebe ist die Antwort. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir, Kerstin.